In diesem Video soll es um die aktuellen Fehler in The Sims 4 gehen, welche mit dem nächsten Update behoben werden und was eine neue Jobbeschreibung für The Sims 5 wohl für den nächsten Sims-Teil bedeuten könnte. Beginnen wir zuerst mit der neuen Jobbeschreibung, welche für den möglichen The Sims 5-Teil auf der EA-Jobseite aufgetaucht ist. Hier wird ein neuer Backend-Software-Engineer gesucht, welcher dem Sims-Team unter die Arme greifen soll. Spannend ist hier aber, dass dieser unter anderem für die Sicherheit von Nutzerdaten sorgen und Cheatern vorbeugen soll. Ein interessantes Detail, da die Sims-Spiele sonst immer fleißig mit Cheats im Spiel ausgestattet waren. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass diese Formulierung für den angedachten Multiplayer-Modus ist und im Singleplayer weiterhin nach Lust und Laune gecheatet werden kann. Ebenfalls werden Mods im Multiplayer-Modus ebenfalls etwas schwer. Ich gehe nicht davon aus, dass wir mit unseren Freunden gemeinsam Custom-Content nutzen werden können. Allgemein sollte man diese Aussage auf der Jobseite nicht auf die Goldwaage legen, da hiermit auch einfach nur Manipulation der Spielerdaten gemeint sein könnte. Und wir auch allgemein bisher super wenige Infos zum nächsten Spiel haben. Warten wir einfach ab, ob wir hierzu in naher Zukunft noch mehr Informationen erhalten werden. Und der zweite Teil von diesem Video? Die Entwickler haben eine Liste an Fehlern veröffentlicht, welche mit dem nächsten großen Update behoben werden. Mit diesem Update kommen dann ebenfalls auch die Hochbetten wieder zurück ins Spiel. Auch haben die Entwickler auf Twitter verraten, dass mit diesem Update das Staubsystem aus dem neuen Hausputzset nochmal überarbeitet wird, welches im Spiel derzeit leider etwas unbalanciert wirkt. Übrigens, bei Instant Gaming könnt ihr derzeit ein Pack nach Wahl gewinnen. Schaut einfach über den Link in der Beschreibung auf der Website vorbei, wählt ein Pack aus und mit etwas Glück gehört dieses bald euch. Außerdem gibt es hier allgemein fette Rabatte, die Erweiterungen sind beispielsweise um bis zu 65% reduziert. Welche Fehler habt ihr in eurem Spiel, die von den Entwicklern besser behoben werden sollten? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.